Der Fertigstellungstermin des Verwaltungsgebäudes Ehrlichstraße rückt immer näher. Heute sehen wir in unserem Rundgang die fertiggestellten Räume mit Bodenbelag und Anstrich. Auch die Türblätter sind eingebaut. Es folgt die Überarbeitung des Treppenhauses und Unterkellerräume. Der zukünftige Eingang zum Theater erfolgt über die Theatergasse, durch die Windfänge hindurch. Die Verglasungsarbeiten sind abgeschlossen, sodass wir eine geschlossene Gebäudehülle haben. Vom Besuchertisch aus haben wir nun den Blick auf die Studiobühne. Das Flächengerüst wurde entfernt. Man hat den Einblick in die Dachtragkonstruktion zu den Durchgängen hinüber zum Neubau. Auch auf dem Besuchertisch starten demnächst die Estrich-Verlegearbeiten. Hier die Vorarbeiten für das Höhennivellement. Vom Besuchertisch in der Maschinenhalle aus hat man auch einen Blick auf die Puppenbühne. Auch hier wurde die Oberfläche hergestellt, das Fassadengerüst entfernt. Und es folgt nun der Estrich-Einbau um die Puppenbühne herum. Die Studiobühne ist der Tafelboden bereits hergestellt. Es folgt nun die Verlegung des Bühnenholzes, auch in diesem Raum. Ein ähnlicher Tafelboden wird auch in der Puppenbühne installiert. Die in der Studiobühne vorbereiteten Versatzkästen werden nun fertig verkabelt, um einen Anschluss für die Audio-, Video- und Beleuchtungstechnik zu ermöglichen. Von diesem Standpunkt aus kann man die bereits fertiggestellten Oberflächen erkennen. Besonders gut ersichtlich ist der starke Kontrast zwischen dem eingestellten Neubau auf der linken Seite und den Bestandswänden der Fassade auf der rechten Seite. Nachdem, wie in einem der vorigen Filme erkennbar, die Sprinklerleitung installiert wurden und eine Sachverständigenabnahme erfolgte, ist nun die Abhangdecke im Foyer geschlossen. Es folgen die Spachtelarbeiten, um anschließend den Anstrich aufzubringen. Auch im Saal der Staatsoperette gibt es Fortschritte. Die Deckensegel unter den Beleuchterbrücken und im Bühnenbereich wurden hergestellt. Hier zu sehen die
Durchlässe für die Einzelzüge über dem Orchestergraben. Im Moment noch deutlich zu sehen der starke Kontrast zwischen schwarzem eisernen Vorhang und weißem Deckensegel. Das Deckensegel wird auch noch einen schwarzen Anstrich bekommen. Auch an den Deckensegel unter den Beleuchterbrücken sind die Trockenbauarbeiten weit fortgeschritten. Neben dem Spachteln und Schleifen erfolgen nun die Ausschnitte für die Beleuchtung über den Zuschauerreihen. Die Westfassade der Maschinenhalle hat nun neue Fenster bekommen, die in der Sprossenteilung an den historischen Fenstern orientiert ist. Ebenso wurde diese Wetterseite neu verfugt, um eine dauerhafte Fassade zu bekommen. Vor dem Westgiebel der Maschinenhalle wurde durch die Drehwag in den letzten Wochen zwei Regenrückhaltebecken installiert. Es folgen nun die Verfüllungsarbeiten, um die Fläche wieder zu nutzen und für die Außenanlagen vorzubereiten. Dieser seltsame Ausschnitt in der Westfassade ist eine Vorhaltung für die Kabelanbindung für Übertragungswagen, soll im späteren Nutzungsbetrieb eine Übertragung von Veranstaltungen im Fernsehen erfolgen, können hier zukünftig die Kabel ins Gebäude geführt werden.